Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 4, Eidesleistung des Wehrbeauftragten. Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung, in seiner 76. Sitzung am 18. Dezember 2014, Herrn Dr. Hans-Peter Bartels zum Wehrbeauftragten gewählt. Gemäß § 14 Absatz 4 des Gesetzes über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages leistet der Wehrbeauftragte vor dem Bundestag den in Artikel 56 des Grundgesetzes vorgesehenen Eid. Herr Wehrbeauftragter, ich bitte Sie zur Eidesleistung zu mir zu kommen. Ich darf Sie bitten, den in der Verfassung vorgesehenen Eid zu leisten. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohl des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Sie haben den in der Verfassung vorgesehenen Eid geleistet. Ich wünsche Ihnen für die vom Deutschen Bundestag übertragene Aufgabe Geduld, Hartnäckigkeit, Erfolg. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit für eine wichtige, bedeutende Aufgabe. Alles Gute. Wir kommen nun. Tja, da hätte Bundestagspräsident Lammert jetzt gerne die Sitzung eröffnet mit dem ersten, mit dem zweiten Tagesordnungspunkt, nämlich der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zu den Gipfeln Östliche Partnerschaft, G7 und EU-CELAC, also die Partnerschaft der, beziehungsweise die Gespräche der Europäischen Union mit der Staatengemeinschaft aus den lateinamerikanischen und karibischen Staaten. Aber da sind ihm dann doch die Glückwünsche für Hans-Peter Bartels, dem neuen und jetzt auch vereidigten Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, dazwischen gekommen.